War ja jetzt schon mal nicht so geil. Dann probieren wir es jetzt hier noch gegen 4 Gegner, was 1000-mal einfacher wird. Mal schauen. Vielleicht konzentriere ich mich jetzt darauf, einen Gegner nach dem anderen auszuschalten, wenn es geht. Und dann mal gucken, ob ich damit besseren Erfolg habe oder nicht. Oh, super. Erstmal gesplittete Armee. Das ist schon mal sehr doof. So, jetzt nehmen wir aber hier mal nützliches Zeugs. Lawine. Ein Feuerlöschbogen. Gut. Ich probiere es mal den Wolf aus. Ich glaube, der ist zwar super schlecht, aber man kann es ja mal probieren. Das Ende des Westens ist da. So. Und er macht gut Schaden. Ja, ich würde sehr gerne meine... Die Typen. Ja, ich würde sehr gerne... Ich kann sie nicht klicken. Das ist natürlich jetzt sehr nervig. Aber okay. Der Nazgul stirbt. Morgulverderbnis. Machen wir. Axtschleuderer. Sehr interessant, dass der sich da aufbauen will. Aber okay. Wo sind sie denn? Niemand entdeckt. Wilde Waage, seid vorsichtig. Ja, wilde Waage. Die sind jetzt nicht so schlimm, die wilden Waage. Der Gimli, der ist nervig. Um den sollte ich mich wohl kümmern. So, dann renn. Also irgendwie müsste ich das schon noch schaffen können. Schaut nur gerade schon wieder nicht so gut aus. Er hat halt doch sehr viele Gegner, ne? Dann steig du einfach mal ab hier, damit du nicht mehr diesen extra Schaden von den Typen nimmst. Und dann kannst du hier schön... Ja, richtig schön angreifen. Ich bin mir da nicht so sicher. Gerade eben kriege ich eine ganze Menge aufs Haupt noch. Aber ich habe einen cool Grab und Holdingsbus bekommen, ist auch nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal. Da geht halt nichts mehr, ne? Was will man da noch groß machen? Alles verloren, alles gestorben. Aber ich habe eine Menge Kohle. Ja, aber solange da noch 4 Gegner rumdingsen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob die Dunkelheit da wirklich siegen wird. Das Gebäude ist fertig. Lass die Drohne nicht sehen, dass sie herumsteht. Zurück an die Arbeit. Das ist nicht gut. Steht nicht herum. Bewegung. Auf in die Schlacht für die Eisendrohne. Unsere Haufen können nicht weiter wachsen. Ihr werdet geknechtet. Ja, weil ich dauernd Zeugs verliere. Der Feind ist zurückgekehrt. Da ist ein Gegner. Meine Macht wird sie vernichten. Ja, lauf doch weg. Zwischen mich und meine Beute. Kommt her. Zum Glück ist er nicht gestorben. Ja, das schaut sehr schlecht aus. Der hat mich komplett überrumpelt.
Ich befehlige die Leibeigenen. Ich werde mich rächen. Ich übernehme das Kommando. Wir haben den Feind Folgt gesehen. Mir. Dieses Land wird leiden. Ja. Ihr macht, was euch gesagt wird. Wem soll ich unserem Banner unterstellen? Dienen der Eifer! Hält sie wieder an! Nee, du greifst auf gar keinen Fall an. Das ist viel zu riskant. Lass diesen Mist. Das ist zwar schön, aber das hilft mir nichts, wenn ich kein Geld habe. Und keine Kommandopunkte. Vor allem halt keine Kommandopunkte. Das ist das Schlimmste. Ich habe halt keine Kommandopunkte hier. Hört mir zu, ihr Magen! Sieg oder Tod! Es gibt keine Hoffnung! Vorwärts, ihr stinkenden Magen! Und die schaffen halt auch gerade nichts, ne? Sauerei. Lasst die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen! Oder ihr werdet an die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor! Ich würde echt gern mehr ausbilden, aber es geht gerade nicht. Die machen halt auch gar keinen Schaden für die Gegner, ne? Ich habe auch die Befürchtung, dass mit der Wolf überhaupt nichts bringen wird. Gar nichts. Ja, dafür, dass sie so jämmerlich sind, machen sie aber gut Schaden. Aber vielleicht gibt's noch irgendwie Hoffnung. Obwohl ich die Halle wahrscheinlich verlieren werde. Unser neues Gebäude ist fertig. Ich übernehme das Kommando. Na, überlebt vielleicht. Ich befehlige die Leibeigenen. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Auch wenn ich von dir mahne. Sie sind wie Korn für die Selbstmengen. Wir kümmern uns um sie. Sie haben eine Branche fliegen können. So, du rennst mal weg. Den will ich nicht verlieren. Ich will ihn wirklich nicht verlieren. Was ist denn das für ein Hotkey? Ich bin noch ein bisschen eingerostet hier. Man merkt das vielleicht, wie unglaublich langsam ich spiele. Aber na gut, jetzt schauen wir mal. Wenn dem doch bloß so wäre. Mit dem Korn für die Sense. Ich glaube nur, dass das halt leider nicht stimmt. Ich kann halt auch wirklich bloß die Mühlen bauen, ne? Viel mehr geht nicht. Das Gute wäre. Na, du haust es noch kaputt. Ich befehlige die Leibeigenen. Das Gute wäre halt, wenn ich das Leuchtfeuer einnehmen könnte. Das tät schon enorm viel helfen. Ein Königreich für ein paar Leibeigene. Nein, nicht der Tom! Nein, nicht der Tom! Weg hier! Oh mein Gott! Ganz, ganz weit weg hier. Da muss ich jetzt warten, bis der weg ist. Das ist jetzt sehr schlecht. Das ist jetzt gar nicht gut. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Der, oh Gott, der Tom. Der ist nicht gut. Der Tom macht Stress. Aber der bleibt zum Glück nicht lang. Sie werden alle vor mir knien. Der Gimli ist schon wieder da? Nee. Okay. Das ist ein anderer Held. Ich wünschte, der Hexenkönig würde sich mal heilen, aber da kann ich wohl noch lang drauf warten. So, Axtschleuderer gegen Axtschleuderer. Wer gewinnt Axtschleuderer? Axtschleuderer OP, please nerf. So.
Wow! End. Wirklich? End? Ach du Heilige. Und dann auch noch mitten da hinten. Nee, das ist verloren. Der macht halt auch gar keinen Schaden, der Hexenkönig, ne? Wow, Ends. Das ist der Todesstoß. Keine Chance, man, vergiss das. Also gerade bin ich ganz schön am Verkacken. Der Gegner hat's geschafft, weil ich so blöd war, einen richtigen Counter-Attack durchzuführen und macht mir gerade echte Probleme. Also richtige Probleme. Der gewinnt ordentlich an Land zurück. Wenn wir hier mal gucken an Einheiten und Zeugs, so, der macht das jetzt ziemlich nice. Ziemlich nice, was er da alles schafft. Muss ich mir jetzt dann demnächst mal einen Plan machen, wie ich da mich zurückziehe, weil der stirbt, der Morok mir. Das Land gehört mir nicht. Hier kann ich mich zurückziehen, aber das wird auch nichts. Eine gute Festung habe ich halt auch nicht, wie jetzt zum Beispiel Helms Klamm ist ganz gut. Minos Morgul ist immer wie normal was. Dol Guldur geht so. Wo gehen wir jetzt noch hin? Zwei Schlachten haben wir noch. Versuchen wir hier zu gewinnen. Wenn ich da jetzt auch noch verliere, dann habt ihr einen Beweis, dass heute nichts geht. Es ist auch schon wieder so unglaublich heiß. Aber das sind bloß dumme Ausreden. Das passt halt mal gar nicht. Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, ob ich heute noch StarCraft aufnehmen werde. Ein paar Spiele, mal gucken. Könnte sein. Aber ich weiß nicht so recht. Müsste ich mal gucken. Je nachdem, wie ich Lust habe, wie fit ich mich fühle. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Ihr wartet, dass die Trolle nicht sehen, was hier raussteht. Jetzt schauen wir mal. Wir sind auf einen Vorposten gestoßen. Die Leibeigenen. Ja, den nehmen wir auch schön ein. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Ich befehlige die Leibeigenen. Diese Barbaren wissen ihre Äxte zu schlagen, was euch gesagt wird. So, das nehmen wir jetzt ein und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ja, aber Schiffe will ich jetzt gar nicht benutzen. Okay, gehört uns. Schauen wir mal weiter, ich baue jetzt dann zwei Hallen. Vielleicht sollte ich auch mal ein paar Trolldinger bauen, aber. Erstmal brauche ich jetzt Truppen. Das finde ich gerade viel wichtiger. Ihr nehmt das ein und den Gegner habe ich halt immer noch nicht gefunden. Wo auch immer der ist. Das Coole ist, der Ork-Horde zählt auch als feindliches Gebäude. Das ist schon richtig nett. Hab zu früh geklickt, einnehmen wurde abgebrochen. Na also, da ist es. Na. Irgendwo da muss doch was hingehen. Das kann der gute Gegner, immer schön aus sicherer Entfernung angreifen. Ah, da ist er ja. So, das Türmchen vernichten, bevor es zu weit gebaut wird. Greifen wir nochmal das Türmchen an. Ah ja, die Halle des Königs. Ich kann hier ein paar Dinge ausfüllen. Genau. Vielleicht sollte ich hier tatsächlich nicht so durch den Gegner durchrushen. Einfach um halt sicherzustellen, dass ich Truppen ausbilden kann. Aber... Nee, warte mal. Okay, also mit durchrushen wird da nichts. Ich merke das schon, der Gegner haut da ganz gut drauf.
Ja, mal schauen. So, bei 480 ist halt leider Schluss, ne? Mehr darf ich nicht, mehr geht nicht. Der Baumeister wird darum geswitcht. Auch nicht schlecht. Den töten wir jetzt auch zuerst, der ist viel wichtiger, dass der stirbt. Komplette Explosion. Ich frag mich, was der für Baumaterial benutzt, wenn der so übelst kaputt geht. So explosiv halt, ne? Ja. Da kannst gerne reinrennen. Die sind geboostet, ich frag mich nur warum. Wahrscheinlich habe ich den Kriegsgesang draufgehauen. Wo? Unser neues Gebäude ist fertig. Ach da. Zurück an die Arbeit. Arbeitet, lass die Falle nicht sehen, was hier herumsteht. Also Geld habe ich wirklich eine Menge gerade. Aber das war's dann auch schon fast wieder. Die kosten nur 40, dann nehmen wir jetzt 2. Ihr macht, was euch gesagt wird. Unsere Truppen sind abgesichtet. Die Truppen werden angegriffen. Rennt sie wieder. So, jetzt gibt's dann Bannerträger. Ja, nee, Bild lieber aus, das passt jetzt schon. Da haben wir jetzt eh fast gewonnen. Niemand widersteht uns. Na, mal schauen. Wie weit komme ich da wohl? Keine Widerrede, ihr Würmer. Ich übernehme das Kommando. In der Zeit sieht es so aus, als würde ich das gut gewinnen. Aber ich habe halt trotzdem Truppen verloren und hätte viel lieber ein paar Truppen noch behalten. Aber gut, mal schauen. Mal gucken. Nee, noch nicht kaputt machen. Noch nicht. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Okay. So, die noch zu töten. Die ziehen sich bitte zurück. Werden den Hexenkönig um Gnade anflehen. Die auch. Zerstört es! Nieder mit ihnen! Unsere Pfeile flüstern. Wir dienen der Stärke. Ja, da geht ja tatsächlich noch was. 72, 80, okay. Wow, der hat das echt überlebt. Die Truppen werden angegriffen. Unglaublich. Hui. Da geht nichts, da gibt's nichts mehr. Keine Gegner, nichts. Okay. Macht euch bereit! Unsere Armee kann nicht wachsen. Wir sind die Bogen des Todes. Das sieht gut aus. Ja, jetzt müssen wir es doch haben, oder? Gewonnen. Na also. So, verteidigt, immerhin. Und ein paar Numenor und Schwarzwaldläufer ausgebildet, das ist auch sehr schön. Das letzte, oh, nur 0,88, naja gut. Das letzte Gefecht lasse ich mir jetzt fürs nächste Mal übrig. Ich mache jetzt hier Pause, weil, ihr merkt es vielleicht schon, ich bin irgendwie gerade komplett müde. Und so hat das macht dann weder mir noch euch Spaß, wenn ich da so drin hänge. Mache ich lieber das nächste Mal weiter mit wieder Energie. Mit schönen Energie. Ja, ich habe gut verloren. Das wird noch mal ein bisschen spannend. Das Schöne ist halt hier, Mordor hat eine Menge Territorien. 15 Stück. Also Mordor ist quasi unser Counterpart, was Territorien angeht. Und auch in den Einheiten sind sie nicht schlecht. Das Einzige, was Mordor gerade noch nicht so hat, sind gelevelte Helden. Also der Gothmog hier ist Level 1, der Typ da ist Level 1. Der Hexenkönig, ja, geht so, aber nö. Da ist noch nicht so viel geschehen, hier genauso. Kamul kann nicht viel. Aber dafür die Zwerge, Gimli, Gloin und so, die Elben,
Kankra, da geht schon was. Gut, aber damit bin ich erstmal fertig. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenigstens ein bisschen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann.